Wer die Melodie nicht hört, man denkt, der Tänzer spinnt. Und diesen Satz sagt dieser junge Mann hier neben mir, Marcelo Santos. Und ich freue mich total. Sie sind extra aus Augsburg zu mir nach Stuttgart gekommen. Warum? Das erfahren Sie gleich noch. Jetzt haben wir schon diesen schönen Satz gehört. Wer die Melodie nicht kennt, denkt, dass der Tänzer spinnt. Sie sind Tänzer. Ja. Sie sind Ballettmeister. Ja. Sie sind Choreograf. Ja. Und die Karriere als Berufstänzer ist vorbei. Das ist dem Alter geschuldet, nehme ich mal an. Ja. Und ich habe ihn gefragt, haben Sie ein bisschen Videomaterial, was Sie mir mitbringen können, dass wir das ein bisschen zeigen? Da haben Sie gesagt, da gab es noch nichts mit Videos. Genau. Was machen wir denn da jetzt? Und dann tanze ich ein bisschen. Ja! Live und in Farbe. Okay. Sehr schön. Ihr Herz gehört dem zeitgenössischen Tanz. Warum? Was ist da das Besondere? Warum Sie sagen, das müssen wir immer wieder fördern? Ich glaube, das ist sehr aktuell, ne? Zeitgenössischer Tanz. Sehr aktuell, gerade nicht nur, weil es ein moderner Tanz ist, sondern auch dieser Hip-Hop und so weiter. Und das liegt mir wirklich sehr viel im Herz. Diese jungen Leute im zeitgenössischer Tanz ist zum Fördern. Und wir müssen mal sagen, Herr Santos war am Anfang sehr aufgeregt, weil er gesagt hat, ach, und vor der Kamera und mein Deutsch, weil Sie kommen eigentlich aus Brasilien. Ja. Aber ich finde, Sie machen das fantastisch und wir kommen schon zusammen. Wie oft ich mich verspreche, das wollen Sie gar nicht wissen. Aber was macht den zeitgenössischen Tanz aus? Sind das bestimmte Bewegungen oder was ist das Merkmal für zeitgenössischen Tanz? Ich glaube, das Gefühl. Das Gefühl? Also der aktuelle Gefühl, dass man sich seine Persönlichkeit und seine Bewegung, Vokabular mal zeigen kann. Das heißt, man ist eigentlich komplett frei? Ja, auf jeden Fall. Also könnte ich jetzt auch irgendwas tanzen und dann würde ich sagen, und das ist mein zeitgenössischer Tanz. Genau, und wir können es zusammen tanzen. Ja, was? Ja, dann tanzen wir mal schnell zusammen. Also wenn ja. Ich jetzt, ja, aber machen es nicht so schwer, gell? Also, okay. Was machen wir? Dann machen Sie genau, was ich mache. Ja, ich versuche. Ich fühle mich schon ganz zeitgenössisch. Das war sehr nett. Wir quatschen gleich weiter und geben ab in meinen nächsten Beitrag. Von dem Schock müssen Sie sich jetzt wahrscheinlich erstmal erholen. Meistens irritieren wir ein bisschen, weil wir an so einem Ort sind, der ganz oft wahrgenommen wird als wahnsinnig hässlich und als Unort, als vollgepinkelter Brückenplatz. So. Aber meistens, wenn wir so ein bisschen ins Gespräch kommen mit den Leuten, dann verstehen die meisten eigentlich, was wir wollen und was wir gut finden. Franziska Doll ist Gründungsmitglied von Stadtlücken. Stadtlücken, das ist ein ehrenamtlicher Verein aus jungen Menschen. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, ihre Stadt zu gestalten. Momentan liegt ihr Augenmerk auf dem österreichischen Platz mitten in Stuttgart. Für anderthalb Jahre hat die Stadt Stuttgart dem Verein erlaubt, den Platz so zu nutzen, wie sie es sich vorstellen. Und dabei haben sie ein ganz klares Ziel. Also, dass wir hier was aufbauen, wo wir dann am Ende gehen können und es sich von sich aus trägt. Gerade wird der österreichische Platz für die Performance Tauben vorbereitet. Tauben, das ist ein Projekt vom Künstlerduo Bolle Lindenborn. Lotte und ich hatten eben dieses Phänomen der Stadttaube für uns entdeckt und haben angefangen, uns damit zu beschäftigen, als so ein Lebewesen oder ein Tier, das so im Stadtbild sehr präsent ist eben und fanden das spannend. Und haben überlegt, eben dazu ein Projekt zu machen und waren dann relativ schnell an dem Punkt, dass wir das nicht einfach im Theaterraum machen wollen, sondern damit in den öffentlichen Raum gehen wollen und sind dabei auf die Stadtlücken zugegangen und haben gefragt, ob die mit uns zu dem Thema kooperieren wollen, weil es für uns eben total ein Thema ist, wo es um den öffentlichen Raum geht. Und ich glaube, da sind die Stadtlücken natürlich Experten für. Das ist, glaube ich, so ein ganz gutes Beispiel für Sachen, die hier passieren, dass nämlich Akteure, die hier in der Stadt sind, in der Stadt Stuttgart, auf uns zukommen und vor Ort was machen möchten, wofür es vielleicht woanders keinen Raum gibt, vor allem zentral keinen Raum gibt, weil es entweder zu teuer ist oder weil der Raum überhaupt nicht vorhanden ist. Noch bis September hat der Verein Stadtlücken den österreichischen Platz unter seinen Fittichen. Und die Zeit wird genutzt, um einen Ort des Miteinanders zu schaffen. Wir machen wieder ein Sommerkino mit dem Delphi zusammen, im Arthouse-Kino. Das wird wieder, glaube ich, ziemlich schön, weil da sehr viele Leute kommen und man hier Filme schauen kann, umsonst. Wir machen Boulderbrocken, man kann also klettern unter dem österreichischen Platz. Und dann gibt es alle möglichen Arten noch von
Kunst, Kultur und sozialen Sachen, die auch recht spontan passieren können. Das ist nämlich auch das Schöne. Man muss sich hier nicht 2 Jahre vorher anmelden und sehr viel Geld haben und alles schon kennen und organisieren, sondern man kann auch mit einer ganz kleinen Idee als Nachbarn oder Freunde kurz kommen und es hier machen. Man kann hier kurz ein Tischtennisturnier machen für die Nachbarschaft. Einen kleinen Flohmarkt machen, ist egal. Also ganz viel passiert auch spontan. Ich muss sagen, mir hat es wirklich sehr imponiert zu sehen, was junge Menschen auf die Beine stellen können, wenn sie eine Vision haben. Stadtlücken ist für mich wirklich ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie aus einem Unort ein Ort werden kann. Die Rollen werden natürlich nicht getauscht. Und wir sind zurück mit Marcelo Santos. Er ist Choreograf, Berufstänzer und Ballettmeister. Jetzt haben Sie mit mir gerade so ein bisschen vor dem Beitrag versucht, das Tanzen beizubringen. Für mich ist es ein bisschen peinlich, aber Sie sagen, jeder kann tanzen, oder? Jeder kann tanzen. Warum schämt man sich? Aber warum schämt man sich so oft? Ja, weil man denkt, man kann nicht tanzen. Also Tanz ist nicht nur einfach tanzen, sondern es ist auch Bewegung. Jeder Mensch läuft und sich bewegt. Also ich meine, jeder kann sich bewegen. Das heißt, man muss einfach vielleicht ein bisschen loslassen? Genau, das muss man versuchen. Und dann klappt das auch. Das klappt immer. Aber natürlich haben die einen wie Sie mehr Talent und können das beruflich machen und die anderen wie ich können besser reden als tanzen. Sie haben am Anfang diesen schönen Satz gesagt, wer die Melodie nicht hört, denkt, dass der Tänzer spinnt. Und da Sie Brasilianer sind, können Sie das auch auf Brasilianisch sagen, gell? Würden Sie das nochmal sagen? Quem não ouve a melodia pensa que o bailarino está maluco. Ah, das hört sich fantastisch an. Ich hatte halt noch nie einen Brasilianer in meiner Sendung, deswegen muss ich es auskosten. Was bedeutet dieser Satz für Sie oder was drückt er für Sie aus? Also dieser Satz ist genau, was wir machen hier in Stuttgart mit dem Solo-Tanz-Theater-Festival. Und das ist mein Stichwort, das Solo-Tanz-Festival hier in Stuttgart. Was das genau ist, was Sie da für eine Aufgabe haben und alles dazu sehen Sie gleich, also bleiben Sie dran. Und wir sind zurück mit Marcelo Santos. Sie sind tatsächlich der Gründer, habe ich das richtig gelesen, vom Internationalen Solo-Tanztheater-Festival, was hier in Stuttgart stattfindet. Was ist das für ein Festival? Nicht nur ein Festival und ein Wettbewerb, sondern es ist ein Forum und eine Plattform auch, dass junge Leute ihre Arbeiten und ihr Talent in der zeitgenössischen Tanz zeigen können. Während wir reden, sehen wir schon die Bilder. Es gibt verschiedene Kategorien, jedes Jahr Gewinner, mit denen Sie auch dann auf Tournee gehen. Was kann ich als Zuschauer hier machen? Kann ich einfach vorbeikommen und mittanzen oder kann ich die jungen Leute bewerten? Oder, ja, jeden Abend haben wir auch so einen Publikumspreis. Und ich glaube, es gibt auch Workshops, ne? Ich kann als Zuschauer auch bei Workshops mitmachen. Ja, gibt es auch. Also wir haben einen Workshop auch am Samstag und Sonntag. Und das macht immer ein Preisträger von einem Jahr voraus. Und dieses Jahr haben wir einen aus Kongo. Mhm. Und das ist ein bisschen Hip-Hop, zeitgenössischer Tanz, modern, so eine Mischung. Also ganz interessant. Jetzt kommen Sie aus Brasilien. Das ist ja eine ganz andere Tanzkultur als bei uns in Deutschland. Ne? Ich stelle mir so vor, in Brasilien tanzen alle auf den Straßen. Die ganze Zeit in Deutschland sind sie eher so ein bisschen steif und essen ihre Spätzle hier in Stuttgart. Ist das so oder ist es eigentlich gleich? Nein, in Brasilien ist ein bisschen mehr Ritmo. Ne? Schon, das gell? Wetter ist auch anders. Ne? Und dann haben die ganzen Leute ein bisschen weniger Grammatik. Das macht ein bisschen mehr frei auch. Und ja, aber Deutschland ist auch schön. Jede Kultur hat seine anderen. Ja, genau. Wir haben die Spätzle, Sie haben das Tanzen. Genau. Ja, Spätzle ist auch super. Ich liebe Kässpätzle. Das ist sehr schön. Wir sind gleich zurück, schalten in meinen nächsten Beitrag und ja, dann bis gleich. Danke. So. Ich würde sagen, ich fange an. Wie immer. Bitte stellt euch vor. Also, mein Name ist Jennifer Reeves. Ich bin 39 Jahre alt und arbeite seit 20 Jahren als Geschäftsführerin bei der Blickfang Design Messe. Naja, ich bin nicht seit 20 Jahren Geschäftsführerin, aber ich arbeite seit 20 Jahren bei der Blickfang. Ja, ich bin Dieter, ich bin, ich bin 55 Jahre alt. Ich arbeite seit 27 Jahren bei der Blickfang, ich habe sie gegründet. Also sprich, auch mein halbes Leben. Wahnsinn. Jotte. Was genau ist die Blickfang? Die Blickfang, sagen wir immer, ist eine Plattform für manufakturell hergestelltes Design für junge, aufstrebende Designlabels. Jetzt bin ich dran. Bist du noch aufgeregt so kurz vor der Blickfang? Nein. Nee, ich bin nicht mehr aufgeregt vor der Blickfang. Ich freue mich. Ich freue mich total auf jede Blickfang. Aber mein Mann hat immer so ein bisschen Angst, weil ich so unheimlich viel Geld dort ausgebe. Aber sonst alles gut.
Was ist der größte Unterschied zwischen der ersten Blickfang und der Blickfang heute? Also wir sind deutlich internationaler geworden, wir sind größer geworden und wir sind, wir haben so diesen Anspruch, um die Blickfang rum noch Dinge zu haben. Wir haben einen Designpreis, wir haben ein total tolles Vortragsprogramm. Also so diesen Mehrwert für den Besucher noch zu liefern, das ist sicherlich auch ein großer Unterschied zu damals. Was ist für dich gutes Design? Also mir hat mal jemand gesagt, dass Design Spaß machen muss. Ich bin keine Trendkäuferin und deswegen muss für mich Design auch was Zeitloses haben, also die Gestaltung. Einfach, dass ich weiß, ich habe das mir heute gekauft und trage es wirklich in 15, 20 Jahren immer noch. Und dann kommt für mich persönlich auch noch so ein bisschen der nachhaltige Gedanke zu, ich mag es auch nicht, wenn es irgendwo in China von Kinderhänden angefertigt wurde. Warum sollten meine Pulszuschauer auf der Blickfang vorbeischauen? Ja, weil es einfach die tollste Veranstaltung im Jahr ist in Stuttgart. Nein, ich denke einfach dieses, man hat mal die Gelegenheit, 250 Individualisten, 250 Designer, die alle eine tolle Geschichte zu erzählen haben, die alle einzigartige Produkte machen, persönlich kennenzulernen. Und ich finde immer so spannend, ich kann dann die Geschichte zu Hause auch weitererzählen. Also ich habe dann da einen Tisch stehen, ich habe einen Pulli an, wo ich den Designer kenne, wo ich den Designer angefasst habe, wo ich eine Frage gestellt habe. Und das macht für mich so diesen Charme der Blickfang aus und warum es einfach toll ist, auf die Veranstaltung zu kommen. Ja, und einfach shoppen. Ah, das war's. Bitte stellt euch vor, das haben wir schon gemacht. Jetzt wisst ihr, wer wir sind. So sieht's aus. Danke. Danke. Herr Santos. Vielen Dank für Ihre Zeit. Wir sind schon wieder am Ende. Es geht immer so schnell und meine Sendung endet mit zwei Veranstaltungstipps und Ihren dürfen Sie jetzt bitte in die Kamera sagen. Der 23. Internationale Solothurn-Theaterfestival in Stuttgart, Treffpunkt Rotogüllplatz vom 14. bis 17. März. Bitte kommen Sie, Sie werden gefahren. Ja, auf jeden Fall und man lernt Sie auch kennen. Sie sind ja auch da, ne? Genau. Ja, können Sie mal mit Herrn Santos eine Runde tanzen. Oder wir gehen ein bisschen in den Sommer. Am 21. Juli im Ketka treten auf eine coole Band aus Hamburg. Die Karten sind schnell ausverkauft in der Esslinger Burg. Können Sie auch gerne sich jetzt schon mal vormerken. Alles Gute. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie sich diesen weiten Weg von Augsburg nach Stuttgart gemacht haben. Und ich hoffe, Sie machen sich auch wieder nächste Woche auf den Weg, den Fernseher einzuschalten, meine Sendung zu gucken. Bis dahin alles Gute. Und Sie dürfen mit mir jetzt in die Kamera winken, Herr Santos, wenn Sie möchten. Dann Tschüss sagen. So, vielen Dank. Tschüss.